Radio ist einfach sehr direkt, sehr spontan. Und was ich toll finde an einem Sender wie dem unseren ist, dass wir sehr flexibel sind, dass wir einfach, wenn wir in der Redaktionskonferenz eine Idee haben, die einfach auch umsetzen können, dann müssen wir nicht lange irgendeinen Rundfunkrat fragen oder dergleichen mehr, sondern wir können einfach sehr spontan arbeiten und das liebe ich sehr. Ja, ich erinnere mich, dass ich am Anfang immer mit so einer lose Blattsammlung unterwegs war. Ich habe also irgendeinen Zettel genommen und auf einer Pressekonferenz mir da hinten drauf was notiert oder so. Und irgendwann brauchte ich dann nochmal eine Information, die ich mir ein paar Tage vorher aufgeschrieben hatte, aber die war längst im Papierkorb gelandet. Und seitdem nutze ich immer Kladden, die ich dann beschreibe und da finde ich dann alles wieder. Selber ganz viel lesen, ganz viel hören, Medien nutzen. Ich stelle bei jungen Journalisten fest, dass viele morgens in die Redaktion kommen, ohne dass sie wirklich wissen, was in der Welt los ist. Und das ist mein dringender Rat. Ihr müsst selber informiert sein, damit ihr eure Nutzer gut informieren könnt.